Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Colin McRae, Dirt 2. Wir haben im letzten Part Kroatien erfolgreich hinter uns gebracht und auch China was geschafft. Jetzt sind die X-Days America dran. Oh yes. In der Baja, in Utah und L.A. Und L.A. werde ich jetzt schon so abkacken, das weiß ich doch jetzt schon. Aber scheiß der Hund da drauf. Legs for the win. Wir machen lässig, weil das so schön ist. Land Rush. Was? Ist das meiner? Voll 2 und 5. Gut, dass ich den besten Wagen mal wieder hab. Halbfinale Trailblazer. 1-1-3. Glaube ich, der ist immer noch der beste. Legs for the win. 2-2-3. Wie immer haben wir den besten Wagen. Schwer, aber Höchstgeschwindigkeit, super Beschleunigung, nicht so und Fahrverhalten besser. Bleiben wir einfach bei dem. Hoffentlich bereuen wir es nicht. Ich glaube, es ist irre asynchron, also bis gleich. Und da sind wir wieder. Weiter. Wow! Ich hab mich ein bisschen erschreckt. Ja. X-Games, Viertelfinale. Okay, Leute, jetzt kommt es drauf an, wir müssen zeigen, was wir können. Keine Ausreden. Bis gleich. Hey, ja, ganz vergessen, Top 4 kommen weiter. Ist das so? Legs for the win! Lalalala. Sie hätten diese... Oh, wie geil. Ich hab das gesehen. Ich... Nein! Diese gruselige Strecke, wo ich 8 Runden fahren musste. Legs for the win. Legs for the win. Legs for the win. Ich hab ja so ein schwerfälliges Monster. Ne? Warum fängt das jetzt schon wieder so gut an? Kann das meiner sagen? Also ich möchte eigentlich die X-Games in diesem Part beendet haben. Aber wenn dann so welche Pissnacken da hinten bei mir herkommen und dann mich noch drücken... Ne? Was ich auch meine. War das schon immer da oben, das? Oh, was los? Was los? Mann, hör auf zu laggen. Ich muss gleich die Grafik so runterschrauben. Ist ja krank. Der Staub mit mir. Wow, was macht der denn da? Was geht bei denen ab, ey? Wir sind auf stabilen dritten Platz. Es leckt wie Sau. Schön vor an dir vorbeigedrängt, mein Freund. Cliff. Ich mach wieder nur Scheiße anscheinend, ne? Boah, das ist echt heftig. Einer. So, nochmal von neu. Es kann echt nicht wahr sein, dass ich hier immer wieder, So, ja. Schön ausgewischt. Seht ihr auch oben, wo ich bremse? Also, wie ich bremse. Ich will. Bremsen schon mit dem Bremspedal. Ja, seht ihr das? Diese weißen Lichter? Bin ich. Wenn ich. Ich will mir das ganze Rennen nicht ruinieren, indem ich Vollbremse mache, um das zu zeigen. Wow. Boah, Junge, also jetzt muss ich mich echt konzentrieren. Die Top 4 kommen weiter, natürlich will ich gewinnen. Und Katie Justice, du hinderst mich auch nicht daran. Auch wenn ich hier voll das schwerfällige Monster habe und du so ein kleines Ding. Ich bin leistung unter dem Haube. Ja, ich schieb dich jetzt bestimmt nicht nochmal an. Auch wenn du es vielleicht nicht warst, aber nee. Mach ich nicht. So. So, Leute. Zwei weitere Runden noch. Das wird ganz, ganz schwer für diesen Part. Alle drei Rennen hinter uns zu bringen. Und jetzt wird schon ein bisschen flüssiger. Wie immer, wenn wir vorne sind. Ja. Schon abgebremst, schön die Kurve genommen. Wir haben unsere Gegner schon. Hey, Jack Jones, Alter. Jack und Jones.
leckt mich am Arsch hier. Es gibt doch hier bekloppte Namen. So, so, so. Ja, springt mal über mich hinweg. Ihr denkt wohl, ihr steht über mir. Nein, sie jumpt nur über mir. Hinweg. Ich laber einen Scheiß, kann das sein, Leute? Aber ihr seid es ja gewohnt von mir, ne? So, dieser Hügel, den schaffe ich nie. Der ist immer... Ich komme nie auf die Straße, ich fahre immer mit dem Hügel. Ich mag nämlich die Hügel, ne? Versteht ihr? Ne? So, okay, meine Gegner haben ein bisschen aufgeholt, weil ich auch ein bisschen drum rumgelabert habe, anstatt zu fahren. Aber wir sind auf stabilen ersten Platz. Wir müssen wenigstens nur Vierter werden. Von daher. Hat er in der Luft gebremst oder was? Habt ihr gesehen, wie er auf einmal runtergekommen ist? Das war nicht die Schwerkraft, das war ich. Irgendeine App. Da kann man auch mitten in der Luft abbremsen. Wenn man zu schnell ist, auch geil. Hyperrealistisch. Entschuldigung. Leider ein bisschen kränklich. Unterwegs. Nehme trotzdem für euch auf. Ja, ich bin ein geiler Typ. Scheiße. So, okay, jetzt muss ich mich echt mal zusammenreißen. Ihr seht, wie nah die kommen. Ich fahre nämlich echt puren Shit zusammen. Und mein Herz juckt. Also, meine Brust. So. Auch geile Typen müssen sich mal kratzen, ja? Auftrag abgeschlossen, Weitspringer 4, ja. Weitspringer 4, die Fortsetzung von Weitspringer 3, vom Erfolgsproduzenten Fallschirmspringer 3. Ja? Ja, locker flockig. Juhu, wir haben es geschafft! Geil, Omatico. Fertig. Bis gleich, Leute. Es geht weiter, Leute, in Utah. Oh. Der BMW hinten ist geil. Noch ein BMW. Der Z4 ist cool. Der sieht einfach cool aus. Muss man einfach, das muss man einfach zugeben. So, Leute, jetzt müssen wir Gas geben. 4 Rückblenden für ein ganz langes Rennen. Jetzt kommt's drauf an. Wir sind, glaube ich, letzter. Nee, vorletzter. Ist vorletzter gestartet. Oh mein Gott, das ist so tödlich hier. Lex, ist der Hammer. Bis gleich. Und weiter geht's. Shit, ey. Das ist tödlich hier, ey. Fuck. Ich kann so nicht fahren. Shit. Fuck, Alter. Mann. Das ist scheiße, ist das! Aber man kann ja auch die Grafik natürlich nicht verändern, ne? Wir würden da auch reagieren, das ist doch unmöglich. Komm bitte, Grafik. Ja. Oh, meine Fresse. Tut mir wirklich leid, dass ich hier alles wieder runtersetzen muss. Mann, Alter. Will man euch etwas bieten und dann geht das nicht. Ja, darf ich nicht noch. Alter, das wird noch unflüssiger. Es ist. Boah, Alter. Seht euch das doch mal an. Das ist doch heftig. Ja, Leute, bis gleich. So, versuchen wir es nochmal. Ja, hab ich mir schon gedacht. Meine Fresse, sieht das scheiße aus. Sag nämlich an dem Anti-Aliasing. Fuck, Alter. Gut. Bis gleich. Versuchen wir es weiterhin, Leute. Ja. Wisst ihr was? Mal vernichtet. So. Also, ohne Kantenglättung, tut mir wirklich leid. Ich möchte euch wirklich das allerbeste Grafische bieten. Aber leider geht's ja nicht.
Und warum fängt jetzt hier schon wieder an? Was geht jetzt ab, Alter? Nee. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ihr verarscht mich hier. Bis gleich. So, Leute, es ist alles auf niedrig. Ich hab die Schnauze voll. Bis gleich. Wie bis gleich? Machen wir weiter. Oh Mann, Alter, seht euch das nochmal an. Das ist ekelhaft, ist das. Aber sonst kann ich das Rennen nicht zu Ende bringen. Ganz einfach. Tut mir wirklich leid, wie Sau. Oh mein Gott. Das ist so peinlich, dass es immer noch leckt. Das ist so peinlich. Das ist so jämmerlich. Das ist so jämmerlich. Oh, meine Fresse, Leute. Ich möchte mich echt nicht mehr dazu äußern. Das ist doch ekelhaft, ist das. Guckt euch das doch mal an. Das ist eine Schande für sich. Ich will jetzt keine Grafikhure, aber das ist doch echt jämmerlich. Auch wie ich hier fahre, ist es jämmerlich. Es tut mir so leid, Mann. So ein scheiß PC, ey. Das kannst du echt vergessen. Weil wenn man sein Geld für eine Karre spart, da kann man nichts machen. Tut mir so leid. Meine Fresse. Ich flasche voll. So ein guter Part eigentlich, ne? War normal. Okay. Ich hatte ja zwar schon eingeholt. Geradeaus! Das ist so jämmerlich, diese Grafik. Das ist einfach traurig. Jeder Laptop hat eine bessere Grafik als ich. Und ich stelle mich hier gerade an, wie, weiß nicht, wie der letzte. Ach Gott, oh Gott. Nee, ein Augenblick. Ich hoffe, dass es jetzt wenigstens ein bisschen besser aussieht. Naja. Schauen wir mal, ob es auch läuft. Leck mir die Eier, Alter. So, scheiß der Hund jetzt da drauf. Scheiß der Hund da drauf, wirklich. Ehrlich, also, es kann doch echt nicht wahr sein. Es ist so eine Scheiße. Ey, ich habe so einen scheiß PC. Den möchte ich am besten rauswerfen, ja? Einfach rauswerfen. Kann ich mal vernünftig geradeaus fahren? Es ist so jämmerlich. Wirklich. Da kauft man sich einen. Da kriegt man zu Weihnachten eine gute Grafikkarte geschenkt. Okay, ich hatte früher Nvidia, jetzt ist ATI Radeon, was ich mir nie davon hielt. Aber da denkt man, die ist super gut. Man guckt sich die Videos an, es kommt sich auch auf PC an, aber die hat ja. Die ist ja fast noch schlimmer als meine alte. Vor allem, es leckt auch, warum auch immer. Warum auch immer? Bis gleich. Jetzt geht's um alles. Jetzt geht's um den Sieg, Leute. Auf der ekelhaftesten Strecke aller Zeiten.
Es leckt. Und das auf alles niedrig. Wisst ihr, wie traurig das ist? Das ist so eine traurige Sache. Das ist so traurig. Warum? Ich habe da keinen Bock mehr auf dieses Spiel, wenn so eine Scheiße bei rauskommt. Ich habe meine alte Grafikkarte, war 2-3 Jahre älter als diese Grafikkarte, die neueste Spiele abspielen kann. Und trotzdem leckt diese Scheiße. RTE Radeon ist für einen Scheißdreck wert. Echt mal. Demnächst, ich schmeiß diese Grafikkarte weg um Nvidia. Ganz ehrlich. Guck euch diese Scheiße doch mal an. Guck euch das doch mal an. Ich konnte wenigstens auch vernünftig. Mann, Alter, ich komm nicht mehr klar. Ich will diesen Part nur noch zu Ende bringen. Tut mir leid, dass ich so oft unterbrochen habe, Leute, vorhin. Boah, Alter. Boah, ey, so eine Scheißstrecke auch noch, ne? Mit dem Tunnel, den größten Arsch aller Zeiten. Guck das doch mal an, ist das traurig. Bitte, echt mal. Ruf die WWF an und spart für einen schönen PC für mich, ey, ohne Witz. Mann, Alter, ich will die nicht schieben. Mach Platz. Ja, toll. Ja. Mann, ey. Hallo, Leute. Wisst ihr, was hier gerade passiert? Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Voreinstellung sehr niedrig. Sehr niedrig. Was soll ich denn noch machen? Und trotzdem ruckelt's wie Sau. Glaubt man denn, was man hier sieht? Nein. Wieso läuft's jetzt auf einmal? Was ist los? Nee, es leckt wieder. Das ist doch echt traurig. Ich will meine alte Grafikkarte zurück. Guck euch das doch mal an. Das ist doch richtig billig, ist das. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Was für ein Scheiß. Boah, es ist traurig. Das Spiel beansprucht gar nicht viel und mein PC gibt nach, ne? Alter, das ist traurig. Ey, heute gleich, ey. Das ist doch alles. Das ist doch ein Armutszeugnis für einen PC bei mir. Was für ein scheiß PC. Was für ein Scheiß, oder? Noch nie so eine Scheiße gesehen, eine neue Grafikkarte. RTE Radeon ist für ein Scheiß, Alter. Ich weiß nicht, ich höre von allen Leuten nur Nvidia. Wenn ich von einem Mal, ja, RTE Radeon ist ganz okay, kann man mal benutzen, da hat man keine Probleme mit. Guck das doch mal an! Das ist so richtig traurig, ist das. Eine neue RTE Radeon Grafikkarte, die Assassin's Creed 3 relativ gut abspielen kann. Sucht euch Videos im Internet aus bei YouTube, Leute. Gebt es einfach mal ein. Da gibt es Testvideos zu Assassin's Creed. Das läuft. Und mein PC ist dafür nicht schwach genug, ja? Das sind Settings bei mir. Da könnte ich Assassin's Creed auf ganz, ganz minimalen Details spielen, ja? Aber wenn das Spiel schon hier bei Colin McRae Dirt 2 mit dieser Grafikkarte abkackt, sehe ich schwarz, ganz ehrlich. Das ist so richtig traurig. Das muss ich auch einfach aufhängen. Ich will selber schöne Grafik sehen. Und deshalb bin ich so sauer, dass ich RTE Radeon bekomme. Ich habe zuerst gedacht, nee. Ich habe mir nämlich auf jeden Fall ein Video gewünscht. Ich weiß nicht. Ich will es nicht sagen, falls der Typ das Video guckt, aber er wird es ja wahrscheinlich eh wissen. Aber, ganz ehrlich. Das ist einfach reine Verarsche. Einfach mal Geld sparen und mir RTE Radeon schenken oder was ist hier los? Ganz ehrlich, das sehe ich nicht ein. Das ist scheiße, ist das. Ist das eine Scheißstrecke? Kann ich nicht einfach verbrennen irgendwie irgendwo? So eine Scheißstrecke. Oh Mann. Ich hab genug von der Grafik. Diese ganzen LEDs, das ist so peinlich. Das ist so richtig peinlich. Ich kann nichts anderes machen, als mich dafür zu entschuldigen, ne? Dieses Spiel ist wie alt? 4 Jahre alt und meine Grafikkarte, die ist vielleicht 1 Jahr alt. Mein PC 2 Jahre. Oder 3, keine Ahnung. Nee. Ich sehe sowas nicht rein. Ich
hole mir im nächsten Jahr, zum Geburtstag kaufe ich mir einen komplett neuen PC. Das reicht mir. Zum Kotzen. Wir haben es geschafft, Leute. Geile Karre. Direkt 2, geil. Ich habe hier eine Menge Lackierungen für dich. Glückwunsch, die Veranstalter schenken dir für deinen Sieg bei den geil. Einen Rallye-Wagen in Sonderausführung. Freu dich. Sieht geil aus. Ach du Scheiße. Ach du Heiliger. Ein großer Sieg. Du hast den Titel bei den X Games von Amerika geholt. Geil, oder? Schau dir mal die neuen Events an. Du machst ganz schön von dir reden. Du wurdest zum Gedenkevent für Colin McRae eingeladen. Das Rennen liegt mir sehr am Herzen. Der Kerl war eine Legende. Und das ist sein Rennen. Ja, ich würde sagen, Leute, das machen wir im nächsten Part. Und der wird wahrscheinlich der letzte Part sein. Unglaublich. Bis zum nächsten Part, Leute, und ciao!